Tja, liebe Freunde, es wird gearbeitet und zwar dort, wo Dynamo Dresden einmal die Perlen herausbringen will. Die Perlen, um überhaupt existieren zu können, denn wir wissen, Dynamo Dresden hat es nicht einfach. Ne? Sie wollen auch auf Fremdkapital verzichten, aber sie haben zumindest schon mal über 12 Millionen zusammengeklaubt, um eben dieses Trainingszentrum, welches in gut einem Jahr ordentlich stehen soll, fertig zu haben. Tja, und wir waren natürlich dabei. Bei der Grundsteinlegung. Wir waren dabei, wir haben sie alle, aber auch alle mal richtig schön interviewt. Und es ging nicht nur darum, dass man hier Festtagsreden gehalten hat, sondern es geht um viel mehr. Aber ihr müsst euch das angucken, glaubt mir das. Also, los geht's! Die Sondergrätsche Grundsteinlegung SG Dynamo Dresden am Vorabend des Internationalen Frauentags. Denkwürdigen Tag. Ich weiß warum, aber sagst du bitte den anderen, weshalb der so denkwürdig ist. Ja, weil das, glaube ich, ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte ist. Wenn man heute den Grundstein legt für ein topmodernes Trainingsgelände, wenn man sich dann zeitnah auch von der historischen Trainingsstätte Großer Garten verabschiedet, das sind, glaube ich, ganz besondere Momente. Ich kann mir das vorstellen, denn du hast den Großen Garten genießen dürfen. Und du weißt aber auch, dass hier im Gehege prinzipiell ein Windkanal ist. Also hier geht schnittiger zu. Also erstmal war das nicht immer Genuss. Das war zwar schön vom Ambiente im Großen Garten, aber das Training war schon mitunter relativ hart. Ja, aber das haben Trainingsgelände insgesamt an sich, weil moderne Trainingsgelände brauchen Flächen. Flächen gibt es nur an der Peripherie von Städten und dort ist ganz einfach die Windanfälligkeit ein Tick höher, aber das wird uns nicht beeinträchtigen und wir werden uns freuen und wir werden es genießen, wenn wir die ersten Trainingseinheiten hier durchführen. Du niemals irgendwo hingehen würdest als Dynamo Dresden, um wieder Geld auf Pump einzusammeln. Genau, das haben wir uns auferlegt, auch aus gutem Grund, weil wir da irgendwann mal sehr, sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und ja, ich sehe jetzt auch keine Veranlassung, irgendwas übers Knie zu brechen, sondern kontinuierlich wachsen, vielleicht ein Tick langsamer als andere, aber dann auch seriös. Und vor allen Dingen das Wichtigste, du weißt natürlich, dass in so einem Trainingszentrum irgendwann auch die Perlen ranreifen, die man dann aber wahrscheinlich zur Gesundung auch wieder abgeben muss. Auch der Weg wird uns noch ein Stück weit begleiten. Das ist ganz einfach so. Wir haben mit Marvin und Stefaniak und Niklas Hauptmann sind es zwei gewesen in den letzten zwei Jahren. Aber das Positive ist ja, dass wir dort Transfererlöse erzielt haben, im Gegensatz zu früheren Jahren. Und wir haben auch dieses Jahr jetzt vier Jungs haben ihr Debüt gefeiert. Gestern beim Training der ersten Mannschaft waren 7 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs dabei. Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule. Wirtschaftlich auf der einen Seite sicherlich, aber ist natürlich auch identitätsstiftend, wenn Jungs dort am Start sind, die wir selber ausgebildet haben. Erstaunlicherweise, es war die ganze Zeit stürmisch. Seitdem du redest, ist Windstille. Das hat doch auch was damit zu sagen. Du bringst die Ruhe rein, oder was? Ja, aber da kommt man mit dem Segelboot nicht weiter. Ne? Und Dynamo Dresden ist ja auch kein Segelboot, sondern ein schwerer Tanker. Alles klar. Ich hoffe, dass du noch viel Freude hier hast. Denn du wirst ja dann garantiert nach der Grundsteinlegung, die 43 Monate ins Land hat ziehen lassen, auch beim Richtfest dabei sein. Und die nächste Rede halten. Ja gut, das Richtfest, ja, das würde ich dann mal auch mal antreten. Wir sind uns im Klaren drüber, dass hier im Ende Juli wird hier der Rohbau stehen. Also das wird nochmal optisch eine ganz andere Nummer sein. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir vielleicht die beheizten Plätze schon im Winter nutzen können. Also alles Sachen, die jetzt geprüft werden. Also das wird so ein fließender Übergang sein. Ich wusste gar nicht, dass der Vortag des 8. März bei dir schon sowas wie weihnachtliche Gefühle ausgelöst hat. Aber 8. März ist der Frauentag. Naja. Ja. Neben mir ein Mann, den Sie bestimmt noch kennen. Er war mal der Innenminister. Und er hat eigentlich das ganze Ding mit angeschoben. Die heutige Grundsteinlegung für das Trainingszentrum von Dynamo Dresden war ja nur möglich, weil der Herr Ulbich vor 2 Jahren, kurz vor Weihnachten, ein Geschenk hatte.
Das ist richtig. Ja. Damals ging es um die Fördermittel und damit eigentlich der erste finanzielle Baustein, um dieses wichtige Vorhaben für Dynamo und für ganz Dresden voranzubringen. Deswegen freue ich mich, dass es heute endlich richtig losgeht. Endlich, das ist das, genau das Ding. Das hat ziemlich lange gedauert, ne? 2 Jahre und ja, 2 Monate. Wenn man sich das anguckt, ist eigentlich furchtbar. Die Vorbereitungszeit doppelt so lange wie hoffentlich jetzt die Bauausführung. Insofern wünsche ich gutes Gelingen. Dazwischendurch kommt ja auch noch die Kröte. Tja. Die ist aber jetzt gerettet, ne? Gott sei Dank. Oder? Ja. Alles gut. Jetzt kann man sich auf den Bau konzentrieren und dann hoffentlich auf die sportlichen Leistungen. Und dann irgendwann die Liga einnehmen, die Real Madrid innehat. Genau. Jetzt bin ich gespannt auf den Kommentar. Deshalb ist dieses Trainingszentrum die wichtige Voraussetzung, denn erst wenn hart trainiert wurde, kann dieses Ziel erreicht werden. Und das gehört dazu, denn alte Handwerkerweisheit ohne Fleiß. Kein Preis. Andreas Schumann, Referatsleiter im Innenministerium, hat heute hier eine Rede gehalten und ich fand, das war eine launische. Denn da drin in der Rede wurde nicht nur das, was logisch ist, angesprochen, dass das wichtig ist, dass wir heute die Grundsteinlegung haben, sondern es wurde sogar mal ein kleines bisschen in die Personalpolitik eingegriffen bei den Augen. Ja, ich habe natürlich versucht, in meine Worte so ein bisschen schwarz-gelbes Herzblut mit reinzulegen. Deshalb der Schal. Deshalb der Schal, langjähriger Fan und Mitglied. Und ich habe früher im K-Block? Auch heute noch. Ja? Hey. Insofern, hey. Nicht nur früher. Insofern habe ich mich heute auch daran erinnert, an den Dezember 2016, als der Fördermittelbescheid übergeben wurde von Herrn Ulbich. Das Trainingszentrum, genau. Und damals stand Markus Schubi Schubert neben mir. Und als ich ihn heute hier wieder sah. Damals noch als Nachwuchsspieler, aber damals schon als große Hoffnung für Dynamo gesehen. Und als ich ihn dann heute hier wieder mit der gesamten Mannschaft wiedergesehen habe, habe ich dann einfach spontan gesagt, er möge doch so lange warten, bis das Trainingszentrum fertig ist und vielleicht auch noch ein Jährchen länger und einfach bei uns Dynamos bleiben. Das finde ich ganz, ganz stark. Früher konnte man das ja ganz einfach machen. Ne? Da gab es einen Beschluss. Da wurde delegiert und da war klar, wer wo zu spielen hatte. Aber heute hat er natürlich die freie Wahl und die Entscheidungsfreiheit. Aber insgeheim habe ich immer noch die Hoffnung, dass er bleibt und dass insgesamt die Mannschaft in den Grundstrukturen, wie sie jetzt ist, bestehen bleibt. So, jetzt mal ganz unter uns zweien. Ich habe gehört, seitdem der Fjell der neue Trainer ist, hat sich auch in seinem Kopf schon zumindest ein bisschen was abgespielt und er überprüft alles noch. 43 Monate hat es gedauert. In der Zwischenzeit ist ja Scholz zum Präsident geworden. Hat es deshalb so lange gedauert, damit er diese Grundsteinlegung moderieren konnte? Gut Ding will Weile haben und es spielt überhaupt gar keine Rolle, wer dann letztlich hier als Präsident dann an einer solchen Veranstaltung die offiziellen Begrüßungsworte spricht und das Ganze versucht anständig einzurahmen. Es geht immer um den Verein und da haben wir heute hier eine wahre Sternstunde erlebt. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, mich hat das sehr stark erinnert an das wunderbare Buch von Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit. Dort sind Geschichten drin, wie zum Beispiel die Entdeckung von Eldorado oder auch die Komposition der Marseillaise, das Genie einer Nacht sozusagen oder die Eroberung von Byzanz. Geschichtliche Ereignisse, die tatsächlich innerhalb eines sehr kurzen, abgeschlossenen Zeitraums das Leben von Hunderttausenden und Millionen von Menschen in der Zukunft beeinflusst haben. Und das hört sich vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber es sind Sternstunden für unseren Verein. Denn unser Verein besteht nicht nur aus mehr als 23.500 Mitgliedern, sondern eben auch aus vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vielen, vielen, die mit Dynamo mitfiebern, darüber hinaus unzähligen Fans und Sympathisanten. Also ist das, was hier passiert, schon prägend und maßgeblich auch tatsächlich für das Lebensgefühl vieler, vieler Menschen, hoffentlich eben in den kommenden Jahrzehnten. Und das, was wir uns wünschen, ist natürlich, dass damit auch der sportliche Erfolg sich fortsetzt, dass wir weiter uns Stück für Stück nachhaltig verbessern und nach vorn bewegen. Und dafür ist dieses Projekt, ist dieses Trainingszentrum eine wesentliche Voraussetzung. Denn es geht im modernen Fußball nun mal nur voran, wenn man auch optimale Trainingsbedingungen vorfindet. Und die sind hier vorhanden. Oder das werden vorhanden sein. War die Festrede, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und Sie sehen die Festrede ohne Zettel aus dem Bauch heraus. Aus dem Herzen.
Aus dem Herzen. Und aus dem Bauch. Das schafft nur Holger Scholz. Dass wir das noch erleben dürfen, dass hier auf einmal in der zugigsten Ecke von Dresden ein Trainingszentrum für deinen Lieblingsverein entsteht. Es wurde höchste Zeit. Ja, erstmal ist es eine großartige Sache für Dynamo, für den Fußball, auch hier in Dresden. Und du hast ja schon richtig gesagt, es wird richtig Zeit. Die Bedingungen in Dresden waren sicherlich nicht so gut. Man konnte trainieren, das ist richtig, aber man hat trotzdem große Schwierigkeiten gehabt. Man hat kein Licht gehabt, es war keine Rasenheizung da. Das wird jetzt Gott sei Dank alles nachgeholt. Und ich hoffe natürlich auch, dass das nochmal Ansporn ist für die Mannschaft, wenn man hier richtig trainieren kann, der Nachwuchs kommt noch mit dazu, dass hier dann natürlich auch die zweite Liga mit Volldampf vorausgeht. Wir wollen ja jetzt nicht gleich von der Champions League sprechen. Ich meine, ihr wart damals in der Champions League, aber da habt ihr noch trainiert im großen Garten. Und jetzt, wie gesagt, ändert sich alles. Es ist einfach Pflicht in der heutigen Zeit des Fußballs, glaube ich, dass man sowas haben muss. Ja, die Zeiten haben sich ganz einfach geändert. Man darf da nicht nachtrauern und zurückblicken, sondern wir müssen vorwärts blicken. Und das sind jetzt ganz moderne Bedingungen, die hier entstehen. Und ich glaube auch, dass dadurch die Leistung der einzelnen Spieler und auch der gesamten Mannschaft angehoben werden kann. Es ist bloß schade, dass wir beide dann bloß immer alles von außen begutachten können und nicht mehr mitmachen können, oder? Ja, das ist schon, schon schade. Aber ich denke, Dynamo Dresden und vor allen Dingen auch die Stadt Dresden hat das verdient.